Im Nordwesten der Ukraine hat ein Mann einen Bus in seine Gewalt gebracht und 20 Passagiere als Geiseln genommen. Er soll schwer bewaffnet sein. Die Polizei sperrte das Zentrum der Stadt Lusk ab. Lusk liegt knapp 90 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Medien zufolge fielen Schüsse. Über den Kurznachrichtendienst Twitter soll der Mann in russischer Sprache Forderungen gestellt und vor versteckten Sprengsätzen in der Stadt gewarnt haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reagierte bei Facebook und versicherte, dass alles dafür getan werde, Opfer zu vermeiden. Die Polizei versuchte, mit dem Mann zu verhandeln.